Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, jetzt beschäftigen wir uns erneut mit der Causa Schulze-Vöcking und mir drängt sich langsam die Frage auf, wo denn die Sachpolitik überhaupt geblieben ist. Wir sind mittlerweile meilenweit von den Bedürfnissen der Bürger und den Problemen unseres Landes entfernt. Die Bürger schütteln doch nur noch den Kopf, wenn sie diese Schmierenkomödie sehen. Den Politikern von links außen ging es nie um Aufklärung. Nie. Den linksgrünen Talkshow-Moralistinnen ging es doch nur darum, sich in diesem Affentheater selbst zu profilieren. Denn würde es der SPD um Aufklärung gehen, würden sie Einsicht in die Akten der Stabsstelle für Umweltkriminalität nehmen, bevor sie wie auf einem türkischen Basar nach einem Untersuchungsausschuss schreien. Natürlich hat Frau Schulze-Vöcking Kommunikationsfehler gemacht. Ohne zu wissen, was eigentlich zu Hause vor dem Fernseher passiert ist, wurde die große Werbetrommel für Solidaritätsbekundungen für den Hackerangriff geschlagen. Alle Fraktionen wurden eingeladen, alle außer die AfD. Nicht wir entfernen uns von den demokratischen Grundprinzipien dieses Landes, das sind Sie. Und trotzdem hat unser Fraktionsvorsitzender Markus Wagner unsere Solidaritätsbekundungen übermittelt. Es wird jedoch ein ungelöstes Rätsel der Laschet-Partei bleiben, warum Ihnen die Solidaritätsbekundungen von den Grünen so wichtig sind, obwohl es deren ökoradikalen Vorfeldorganisationen waren, die illegal in den Schweinemastbetrieb eingedrungen sind. Wenn illegale Aufnahmen nach der Landtagswahl gemacht, aber erst nach der Vereidigung der Ministerin veröffentlicht werden, dann nennt man das Kompromat, die Bloßstellung einer Person zur Schädigung seines Rufes aus politischen Gründen. Die Ministerin ist zurückgetreten, dennoch fordern die linksgrünen Politiker immer noch einen Untersuchungsausschuss. Das hilft vielleicht nur kurzfristig, ihre grottige Personalbesetzung und hoffnungslose Politik zu übertünchen. Am Samstag ist in gewisser Hinsicht ein besonderes Jubiläum. Es jährt sich die Einsetzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses über den Verbleib von Brennelementkugeln zum 7. Mal. Herr Laschet und Herr Kutschaty müssten eigentlich ein Déjà-vu-Erlebnis haben. Damals wie heute können ziemlich viele Parallelen gezogen werden. Ich möchte dagegen nur die zentrale Erkenntnis, dass es keinen Abschlussbericht gibt und die wesentlichen unterschiedlichen Ausgangsbedingungen hervorheben. Erstens, damals war die Linke noch im Landtag, selbst diese haben einen Platz im Präsidium erhalten. Uns wird dieses Recht dagegen versagt. Zweitens, die Ministerin Schulze damals ist nicht zurückgetreten, soll jetzt aber als ausgestrahlte Brennkugelministerin den Erneuerungsprozess der SPD im Bundestag vorantreiben. Drittens, und vielleicht am wichtigsten, in der Debatte haben CDU und FDP die nukleare Panikmache durch Rot-Grün damals scharf kritisiert. Dagegen können wir uns heute anschauen, wie der Ministerpräsident die Abschaltung von Tihange und Duell zur Chefsache erklärt hat. Lieber Herr Laschet, Sie müssten doch einmal begreifen endlich, wie weit links Sie inzwischen angekommen sind. Und noch etwas möchte ich sagen. Es ist wirklich nicht schön, persönlichen Angriffen ausgesetzt zu sein. Was Frau Schulze-Vöcking widerfahren ist, das kennen wir von der AfD nämlich leider nur allzu gut. Oft genug gegen die Angriffe gehen uns. Sie zeigen wirklich Ihre schäbige Fratze ganz deutlich, Ihr Demokratieverständnis. Es ist unterirdisch, das Ganze. Wenn ich solche Sachen höre, wo hier Opfer zu Tätern von Ihnen stilisiert werden sollen, das ist eine Unverschämtheit. Denn oft genug gegen diese Angriffe gegen uns weit über den Status von Drogen, die Frau Schulze-Vöcking erhalten hat, hinaus. Weit hinaus. Das gesellschaftliche Klima für diese Angriffe wird fast jeden Tag aufs Neue geschürt. Von den Medien und immer wieder von Mitgliedern der Parlamente aus diesem Land.
die die Terrorbanden der Antifa dulden, unterstützen und sogar finanzieren. Aber wir lassen uns nicht kleinkriegen von den Antidemokraten. Und an Herrn Laschet, wie sieht es eigentlich in diesem Punkt mit Ihrem Demokratieverständnis und mit Ihrer Solidarität aus?